Willkommen. In diesem Video erhalten Sie einen Überblick über den Status, den Medien in der didaktischen Theorie von Comenius haben. Das Wort Medien im heutigen Sinne ist erst in den 1960er Jahren gebräuchlich worden. Zur Zeit von Comenius war nun das lateinische Wort Medium, das Mittleres meint, gebräuchlich und etwas Mittleres ist schlicht nicht groß und nicht klein. Insofern verwendet Comenius das Wort Medien nicht, sondern schreibt über Bücher und die mündliche Rede. Die Bedeutung von Büchern hatte sich kurz vor Comenius' Lebenszeit erheblich verändert. Bis zum Ende des Mittelalters war der Zugang zu Büchern vor allem dem herrschenden Klerus und teilweise dem Adel vorbehalten. Denn Bücher konnten nur durch Abschreiben vervielfältigt werden. Daher standen Bücher nur wenigen Menschen zur Verfügung, die dann anderen Menschen erzählten oder erklärten, was in den Büchern zu lesen ist. So erklärt etwa der Pfarrer der Gemeinde, was der Bibeltext bedeutet, ohne dass die Gemeindemitglieder dazu in der Lage gewesen wären, selbst nachzulesen, was denn nun in der Bibel steht, schlicht, weil es keine Bibeln für alle Menschen gab. Man kann sich vor diesem Hintergrund leicht vorstellen, dass die kommerziell erfolgreiche Verwendung der Buchdruckpresse, die Johannes Gutenberg ab etwa 1440 gelang, erhebliche Veränderungen nach sich zog. Eine für Comenius wesentliche Veränderung war, dass es durch den preiswerten Druck möglich geworden war, dass alle Menschen eine Bibel bekommen und diese selbst lesen konnten. Eine Idee, die Luther stark gemacht hatte, der damit auch gegen den Ablasshandel der katholischen Kirche protestierte, was wiederum zur Entstehung des Protestantismus und zum Schisma, das heißt zur Trennung von katholischer und protestantischer Kirche und in der Folge zum Dreißigjährigen Krieg führte, unter dem der knapp 50 Jahre nach Luthers Tod geborene Comenius zu leiden hatte. Die Verbreitung des Buchdrucks hatte also die europäischen Gesellschaften nachhaltig verändert. Angesichts des Umstandes, dass es sich beim Christentum um eine Schriftreligion handelt und der erfolgten Umwälzung in den gesellschaftlichen Machtstrukturen, stand die erhebliche Macht, die mit der Verfügung über den Buchdruck einherging und auch noch einhergeht, Comenius klar vor Augen. Dabei hatte er allerdings ein Problem. Die Einheit der christlichen Kirchen war auf die seit dem 9. Jahrhundert einheitlich verwendete lateinische Übersetzung der Bibel, die heute noch als Standard in der katholischen Kirche geltende Vulgata, bezogen. Wenn es nur einen wahren Text und nur ein wahres Buch gibt, ist der Gedanke naheliegend, dass es auch nur eine Wahrheit gibt. Nun zitiert Comenius vor allem Protestanten wie Luther und Melanchthon wohlwollend. Diese lehnten jedoch die Vulgata ab und übersetzten die älteren griechischen und hebräischen Bibeltexte. Weil klar ist, dass im Zuge der Überlieferung, Übersetzung und sich verändernden Zusammenstellung des Textes der Text selbst auch verändert wird, drängt sich dabei die Frage auf, welche Variante der Bibel nun war und damit normgebend ist und ob die Norm auf Griechisch, Hebräisch oder Latein formuliert wurde und wie nun das Wort Gottes unmittelbar zu lesen ist. Das Problem wurde noch verschärft durch den Umstand, dass die katholische Liturgie, übrigens bis in die 1960er Jahre, auf Latein gehalten wurde. Wer kein Latein konnte, und das war der Normalfall, verstand im Gottesdienst also kein Wort. Comenius wollte nun die Einheit der Kirche wiederherstellen. Im Hintergrund scheint dabei, diese Spekulation sei hier erlaubt, der Gedanke zu stehen, die Vulgata, also gleichsam den katholischen Text, als letzte Wahrheit durchzusetzen, die aber durchaus von allen Menschen gelesen werden soll, was einer protestantischen Variante entspricht. Ein interessanter Kompromiss. Comenius rückt jedenfalls das Lateinlernen in den Mittelpunkt. Damit rückt er implizit die Vulgata als Einheitstext, der als Einheitstext die Einheit und Harmonie der Kirchen garantieren soll, in den Mittelpunkt. Weitere Sprachen nimmt er durchaus zur Kenntnis, räumt ihnen aber nur einen nachrangigen Stellenwert ein und umgeht damit die Frage, welche Bibel denn nun das Wort Gottes ist. Eine Frage, die nahelegt, die Bibel nicht als das unmittelbare Wort Gottes anzusehen, sondern als ein von Menschen geschaffenes, immer wieder umgeschriebenes, neu zusammengesetztes und übersetztes Buch. Die von Comenius hochgehaltene Idee der einheitlichen Kirche passt jedenfalls gut zu einem einheitlichen Text und einheitlichen, das heißt nicht von Schreiberlingen veränderten Exemplaren.
Dem entspricht die gedruckte Vulgata, die zugleich die Einheit der Kirchen symbolisiert. Es ist daher nicht überraschend, dass Comenius die Möglichkeiten des Buchtricks in diesem Sinn in den Mittelpunkt seines Unterrichtskonzepts stellt. Im Unterricht soll laut Comenius nur jeweils ein Buch eines Autors in einem Fach verwendet werden. Die Lektüre anderer Bücher ist zu verbieten. Anders gesagt, die unterschiedlichen Interpretationen der Welt werden auf eine einheitliche und letzte Wahrheit gebracht, indem andere Wahrheiten ausgeschlossen werden. Damit wird natürlich auch eine einheitliche Wissenschaft möglich. Wenn man nur noch die Autorität eines Buches und eines Autors als normgebend akzeptiert, stellt sich das Problem sich widersprechender Forschungsmethoden und damit sich widersprechender Wahrheiten natürlich nicht. Die Position von Comenius kann aus dieser Sicht auch als fundamentalistisch-religiöser Dogmatismus bezeichnet werden. Comenius möchte jedenfalls vor allem vermeiden, dass die Kinder und Jugendlichen verwirrt werden. Mit dem Medium des Buchdrucks und der vorgeschlagenen Verwendung der Bücher markiert er damit einen wesentlichen Punkt seiner pädagogischen und didaktischen Position. Es geht nicht darum, die Fähigkeit zum Umgang mit der widersprüchlichen Vielfalt des Denkens zu vermitteln, sondern die einzige Wahrheit des einen Gottes zu akzeptieren. Um das praktisch umzusetzen, schreibt Comenius eine Vielzahl von Unterrichtsbüchern, unter anderem die Janua Linguarum Reserata und das Obits Sensualium Pictus. Dabei setzt er den Gedanken, dass eine Sprache nicht ohne Bezug zu den Dingen gelernt werden kann, um, indem er den Text mit Bildern so illustriert, dass auch Text und Bild eine harmonische Einheit bilden. Auch die Form des Textes, der Satzbau, die Kapitelfolge usw. werden in diese Konzeption eingegliedert. Diese beiden Lehrbücher waren so erfolgreich, dass noch über 200 Jahre später etwa Goethe mit der Januar Latein lernte. Die Januar erlebte noch zu Comenius Lebzeiten über 100 Auflagen. Das Orbis Pictus wendet sich an jüngere Kinder und enthält Wissen über den gesamten Kosmos, ganz im Sinne des neu entstehenden Enzyklopädismus. Auch dieses Buch war sehr erfolgreich und galt noch 200 Jahre später als das einzig verfügbare Kinderbuch. In Schulen verwendet wurde es bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Neben diesen beiden Büchern verfasst Comenius eine Vielzahl weiterer Schulbücher, etwa das Physicae Synopsis, ein Physiklehrbuch, oder das Vestibulum, ein Lateinlehrbuch. Comenius lehnt also die mit dem Buchdruck entstehende vielfältige Kultur, in der eine Vielzahl von Autorinnen und Autoren, Kindern und Jugendlichen zur Verfügung steht, ab. Er vertritt vielmehr die These, dass diese nur zur Verwirrung führt. Daher fordert er eine strenge Kontrolle der Lektüre der Kinder und Jugendlichen. Vor allem die Lektüre heidnischer Schriften, wie etwa die von Platon und Aristoteles, sollten unbedingt untersagt werden. Die Kinder und Jugendlichen hatten den Inhalt der Bücher auswendig zu lernen. Das Ziel von Comenius war dabei die Beförderung des pansophischen Gedankens, auf den hin er seine Bücher komponiert hat und zu dessen Durchsetzung seine Schulbücher ein probates Mittel waren. Damit diese Beförderung des pansophischen Gedankens auch gut gelingt, hat Comenius neben den Realbüchern, die er so nannte, weil in den Bildern reale Dinge gezeigt wurden, auch didaktische Bücher geschrieben, in denen die Lehrerinnen und Lehrer über die Verwendung der Bücher unterrichtet wurden. Dieses Konzept, die Verbindung von Lehrbüchern mit Lehrerhandreichung, wird bis heute unverändert verwendet. Dabei hat Comenius den Buchdruck auch deswegen empfohlen, weil es angesichts des schnellen Wissenszuwachses kaum möglich sei, dass alle Lehrerinnen und Lehrer sich stets auf dem neuen Stand der Erkenntnis halten. Anders gesagt war es nicht erforderlich, dass Lehrende sich selbst in der Sache gut auskennen, es genügte, die richtigen Bücher zu verwenden. Auch dieses Konzept hat sich als so erfolgreich erwiesen, dass empirische Studien heute noch zeigen, dass Lehrerinnen und Lehrer sich bei der Konzeption ihres Unterrichts im Wesentlichen an den Inhalten orientieren, die in den Schulbüchern vorhanden sind, nicht aber an ihrem eigenen Wissen über den Gegenstand. Nicht zuletzt deswegen wird etwa das Geschichtsbild einer Nation durch die Inhalte in Schulbüchern erheblich mitbestimmt.
Neben dem Buchdruck weist Comenius aber auch der gesprochenen Sprache eine wesentliche Rolle zu. Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer ist es, aus den Büchern so vorzutragen, dass die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler sichergestellt wird. Die Bücher waren also keineswegs als Selbstlernmaterial gedacht, mit denen die Schülerinnen und Schüler selbst organisiert lernen, sondern als Maßgabe, mit der die Handlungen im täglichen Unterricht detailliert kontrolliert werden sollten. Durch das schrittweise Vorgehen in sorgfältig vorausgeplanten Schritten sollte der Unterrichtserfolg sichergestellt werden. Allerdings weist Comenius die gesprochene Sprache und den Buchdruck nicht als einzige Unterrichtsmedien aus. Diese stellt er nur im Blick auf das wissenschaftliche Wissen in den Mittelpunkt. Handwerkliches oder künstlerisches Wissen, etwa der Tanz, soll nach seiner Darstellung vor allem durch eigene Tätigkeit, also praktisches Tun, erlernt werden. Comenius' Begeisterung für den Buchdruck geht so weit, dass er in der großen Didaktik eine, wie er schreibt, vollkommene Schulordnung entwirft, in der er die Schule in Analogie zum Ablauf der Buchproduktion in einer Druckerei darstellt. So schreibt er zum Beispiel, ich zitiere, Papier jeglicher Art ist brauchbar, aber je reiner es ist, desto klarer ist der Druck, den es erhält und zeigt. So lässt auch unsere Methode alle Begabungen zu, fördert jedoch die glänzenderen mit mehr Erfolg. Comenius schlägt Schulbücher als zentrales Unterrichtsmittel für den wissenschaftlichen Unterricht und den Sprachenunterricht vor. Dazu entwickelt er Realbücher, in denen die Schriftsprache mit Bildern verbunden wird, und didaktische Bücher als Handreichung für die Lehrerinnen und Lehrer. Inhalt und Aufbau der Bücher folgen dabei dem pansophischen Gedanken und sollen dazu beitragen, den pansophischen Gedanken durchzusetzen. Dazu soll auch beitragen, dass durch eine kontrollierte Lektüre der Lehrbücher der Lernfortschritt in einer optimalen Abfolge sichergestellt werden kann. Darüber hinaus können durch den Autoren der Schulbücher, das heißt vor allem durch Comenius selbst, die Ziele und Inhalte des Unterrichts kontrolliert werden. Mit dem geradezu begeisterten Umgang mit der Technik, das heißt auch der Technik des Buchdrucks, erhält die Technik bei Comenius einen ganz anderen Stellenwert als etwa bei seinem Zeitgenossen Francis Bacon. Francis Bacon hat das Erreichen von gesellschaftlicher Macht mit den Mitteln der technischen Umsetzung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse in den Mittelpunkt gerückt. Eine Idee, deren Erfolg heute noch an der Entwicklung der Waffentechnik leicht zu erkennen ist. Bei Comenius wird dagegen die Eingliederung der Technik in die göttliche Schöpfung im Sinne einer Panharmonie betont. Wiewohl Comenius die Möglichkeiten der Machtausübung durch militärische Verwendung von Technik durchaus gesehen und Praktiken der kulturellen Machtausübung mithilfe der Buchdrucktechnik entwickelt hat. Das erscheint bei Comenius aber als unproblematisch, weil es ja um die eine Wahrheit im Lichte des einen Gottes geht. Einen quellenkritischen Umgang mit der Bibel kann man Comenius dabei allerdings nicht nachsagen.